nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Am 20. Dezember wurde nach Monaten fleißigen Baggerns und Verlegens die Baustelle auf der Maiwachstraße im Westerland nebst Straßensperrung aufgehoben. Doch die Freude für die Sylter währte nur knapp 3 Wochen. Denn am 8. Januar rückten erneut die Schilderbauer aus und stellten die Baustellenschilder an den Straßenrand. Es geht wieder mal, wen wundert es noch, um die Begegnungszonen. Diesmal wird der Übergang vom Rathausvorplatz zur Strandstraße mit den bunten Steinen bepflastert. Für Einheimische und Gäste bedeutet dies, den Baustellenbereich, dessen Sperrung sich erneut in der Maiwachstraße von Strandstraße bis zur Friedrichstraße zieht, zu umfahren. Diesmal dauert die Sperrung bis zum 30. April. Beinahe 4 Monate wird eine der meistbefahrenen Straßen der Insel für die Begegnungszonen gesperrt. Das kostet Autofahrer nicht nur Nerven, die viel belächelte Aktion kostet insgesamt auch deutlich über 170.000 Euro. Es stellt sich die Frage, warum beide Baustellen nicht gleichzeitig in Betrieb genommen wurden. Es wird Gründe hierfür geben. Somit ist und war die Maiwachstraße in Westerland über einen Zeitraum von knapp 1,5 Jahr gesperrt. Abgesehen von dem langen Zeitraum fällt Ostern auf Ende März. Dies bedeutet vermehrter Verkehr im Kurzentrum und in anderen Straßen, die auch ohne Baustelle bereits völlig überlastet sind. Neuigkeiten von der Insel bekommt ihr über Kabel-TV, Sylt 1 oder ihr abonniert am besten unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.